YouTube ist der Verbreitungskanal für Musik, der momentan über allem steht. Ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen, aber ein sehr großer Teil der Konsumnutzung und auch letztlich des Verkaufs läuft mittlerweile über diese Plattform. Umso wichtiger, mit der Plattform gute und transparente Deals auszuhandeln für die Musikwirtschaft, sodass am Ende alle Künstler und Provider und auch die Zwischenhändler, letztlich Labels etc., Publisher, davon leben können.